Er hat eine Waffe, der schießt ihn auf mich! Das hat er nicht gemacht! Da holt er auf einmal die Shotgun raus und killt ihn. Alter, ohne Scheiß ein Hacker! Ciao Ragazzi, was geht? Euer Scooby am Start. Ja, richtig krasses Duo vs. Squad Killduell-Turnier. Wir haben bis jetzt schon richtig, richtig geile Teams gesehen. Ja, die Vorrunden-Plays teilweise unglaublich krass. Halbfinale, die besten Teams überhaupt drin. Aber es kann natürlich immer nur einen geben. Den werden wir gleich auch herausfinden. Denn im Finale sind Team Cytrax, ja, vom Clan Cytrax und Team Prey. Kill-Rekord aktuell mit 19 Kills. Zwei Teams, Team 648 und Team Kühlschrank. Unglaublich performt. Hat leider nicht fürs Finale gereicht, aber so what? Jetzt starten wir ins Finale. Ich habe richtig Bock auf geile Plays. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, ja, lasst mir gerne ein Abo da, liked das Video und vor allem aktiviert die Glocke, damit ihr die nächsten Ankündigungsvideos von den nächsten Turnieren nicht verpasst. Denn bald in, keine Ahnung, paar Tagen startet halt schon das nächste. Also seid am Start, haut rein. Let's go. Am Start. Und RIP. Und von der Seite kriegt er noch ein paar. Hab's nicht gecheckt. Eieiei, Coco Jumbo. So, was geht jetzt hier ab? Simple Noah hier voll drin. Hat schon einen zu Boden geschickt und wird selber ausgenockt. KV Bix jetzt. Kriegt ihn. Alter. Oh oh. Eigentlich so zwei krasse Teams im Finale und sterben beide jeweils am Anfang. Baba Hafties. Ja, die spielen jetzt auf jeden Fall ein bisschen sicherer als vorher. Ei. Und wollen ihn hier haben. Wollen ihn hier auf jeden Fall haben. Und kriegen ihn. Easiness. Beide ein Kill. Insgesamt zwei. Oben kommen wieder welche. Ins Fenster kommen wieder welche. Wir müssen jetzt richtig aufpassen hier. Werden komplett unter Druck gesetzt. Einer mit einem Luftballon raus. Haben nicht mehr viel Kills. Lola ist ausgenockt. Hatte nur einen Kill. Feierabend. Zwei Kills. Keine Ahnung, was hier los ist im Finale. Die Runden sind ja mal ultra kurz. Was ist das? Nugent Monster war. Direkt Bock auf was ist und direkt ein Skytrooper vor ihm. Und wegrasiert er ihn. Mit einem dicken Headshot. So schnell kann es gehen. KV Bix kriegt hier übelsten Schaden. Haut sich das Medkit rein. Wird direkt gepusht. Noah muss zu Hilfe kommen. Ich glaube, weiß gerade nicht, wo sein Mate ist. Da ist er. Gib ihm doch. Bro, geht doch fit. Direkt ein 150er. Und KV Bix schießt hier auf seinen Teamkollegen, weil er dachte, das wäre der Gegner. Finish. Zack. Und volles Leben. Vorsicht. Ist das einer oder sind das zwei? Das ist die Frage. Er ist auf jeden Fall lost. Das ist die Antwort. Ach, da sitzt er doch. Zack, zack. Und ausgenockt! Mal eben von ganz hinten ausgenockt. So, Noah. Willst du hier auch nochmal wissen? Ja, wird jetzt hier der Gegner von beiden Seiten attackiert. Ist, glaube ich, eine Liebkuchenfrau mit Flügeln. Oh, sind zwei Gegner. So, jetzt im Team spielen, Jungs. Im Team spielen. Ach, nur 16er Schaden. Ist jetzt nicht ganz so krass. Oh, schöner Headshot. Hat dann? Alter, der hatte noch nichts mehr. Noah, Junge, hinterher. KV Bix ausgenockt. Und gefinished. Und Noah rasiert den nächsten weg. Ausgenockt. Und Feierabend. Sehr schön. KV Bix hat den Kill gekriegt und Noah hat zwei Kills gekriegt. Also haben sie insgesamt sechs Kills. Yes. Nice, geht doch. Also Noah auf jeden Fall Play of the Game. Er geht einfach mal im Finale pinkeln. Ey! 29 nur. Okay, hau jetzt raus, was du kannst. Er haut eine Boogie-Bomb raus! Ah, kann damit aber nicht viel anfangen.
Muss hier richtig aufpassen. Oh, pfui! Oh, runtergefallen! Da kriegt ihr nur ganz, ganz wenig Schaden rausgeballert. Bitter, bitter, bitter. Die versuchen jetzt hier, ihn runterzuschießen, aber er hat noch einen Hängegleiter im Gepäck. Ja, ich glaube... Wow! Er hat echt getroffen mit der Pistole. Nochmal getroffen mit der Pistole. Was ist denn hier los, bitte? Schöner Headshot. Und ausgenockt. Lol hat, glaube ich, auch gerade ausgenockt. Ja. Tom hat ihn direkt gefinisht. Lola baut sich jetzt hier einfach zu und wartet einfach, dass Tom von der Seite kommt. Und er trappt ihn. Ah ja, fast. Ey, wie viele Trap-Kills haben wir heute bitte gesehen? Unnormal krass. Vom Clan Cytrex, mit Teamnamen Cytrex, haben hier das versus Kill-Match. Beide auch sehr, sehr gut. Hauen hier halt immer noch was raus. Das gucken wir uns natürlich auch noch an, denn die können natürlich noch den Kill-Rekord bringen. Lola wieder ein ausgenommen. Dann gehen wir direkt mal weiter zu Tom. Der ist hier mitten im Baufight. Trapped. Hat keine Traps, glaube ich. Aber Gegner. Gar keine Chance. Mal eben weggesnackt. Richtig alles. Boah. Vorsicht. Alter, Vorsicht. Was macht der Lola? Okay. Wieder ein ausgenockt. Ey, macht. Ich spiele, glaube ich, gerade gegen zwei Teams. Original. Puh, mit der Diegel. Habt ihr das gesehen? Das war die Diegel. Haben die mal eben jetzt zwei Teams auseinandergenommen. Haben jetzt 9 Kills. Können immer noch den Kill-Rekord brechen. Also die nächsten Gegner im Visier. Mal gucken, ob man Snipe rauskriegt. Ja! Kriegt er! Alter Belly, ey. Und zwei Synchron-Jump-Hitteronis hier. So. Tom pirscht nach vorne. Let's go. Headshot. Er trapped. Hat nicht ge- also der Trap hat nicht funktioniert, aber trotzdem gekillt. 10 Kills. So, was macht Lola? Alter, haut ihr die Hits ein nach dem anderen raus. Connecten wir alle. Was war das? Die Falle hat er zugeschnappt. Sind, glaube ich, zwei Teams hier am Start. Über ihn. Oh. Muss hier aufpassen. Igel. Schafft er nicht. Baut auf. Ausgenockt. Lola ausgenockt. In der Zeit holt sich Tom hier direkt den nächsten. Und Lola wurde gefinished. Insgesamt haben die beiden jetzt 11 Kills. Killrekord ist nicht mehr zu brechen. Und ich glaube, hier spielt sich gerade das komplette Endgame ab. Die kriegt den Shot nicht raus, aber so denkt man ein paar mit der MP. Uiuiuiui. Alter, der Edit. Erwischt ein paar Mal links und rechts und ist direkt frei. Er will doch schon nur wieder treffen, oder was? Und der kriegt ihn noch! Mal gucken, ob er es wieder schafft. Da dance doch irgendwer. Hier dance noch einer unten! Da ist doch nicht sein Ernst! Wo ist der Dancer? Ohne Scheiß! Da danced einer drin. Everyday I'm shuffling. Er hat nur eine Hacke. Er hat nur eine Hacke. Er hat nur eine Hacke. Digga, lass ihn nur leben. Er hat doch nur eine Hacke. Lass ihn das Spiel holen. Er hackt ihn. Er hat eine Waffe. Er schießt ihn auf ihn. Das hat er nicht gemacht. Da holt er auf einmal die Shotgun raus und killt ihn. Alter, das ist einfach zu krass. So, da nimmt er jetzt die Waffe. Also er hat gerade auf jeden Fall, als er geschossen hat, nicht in deine Richtung gezielt. Mal gucken, ob trotzdem. Aber da stand ja, ne? Alter, ohne Scheiß ein Hacker! Ja. Was das denn?
Er hat echt nicht gelogen, Digga. Jau! Er hat einfach gehackt. Ich hab gebaut. Ja, und dann war Feierabend. Ich meine, es war trotzdem ultra witzig, weil du erst mit dem so gespielt hast. Aber das ist natürlich mega witzig. Also hier, Mega Ninja Pro 2009. So, Ragazzi, das war das Kill-Duell-Finale Duo vs. Squad. Gewinner Team Cytrex vom Clan Cytrex. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da bei YouTube, damit ihr das nächste Ankündigungsvideo nicht verpasst. Denn das nächste Turnier startet schon am 24.02. und es wird ein Trio vs. Squad. Ich hoffe, es hat allen Spaß gemacht an dieser Stelle und schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein.